Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Ruhrpots. Wieder in einer anderen Konstellation, wie Sie bereits sehen können. Heute wollen wir nämlich die angekündigte Kommentarfolge Ihnen präsentieren. Das heißt, wir werden jetzt einige Kommentare durchgehen, leider nicht alle, denn es sind zu viele, und hoffen, dass wir auch weiterhin mit Ihnen diskutieren können. Starten wir doch mit dem ersten Ruhrpott zum Baulandmobilisierungsgesetz. Dort hatten wir einen Kommentar, der besagte, dass Wohnen keine Ware sein soll. Herr Gregoleit, Ja, was halten Sie denn davon? das stimmt natürlich irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht mehr. Wir sind uns da alle darüber einig, und das hat sogar das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Wohnen oder Wohnraum oder Grund und Boden keine Ware wie jede andere ist. Und das wird sicherlich auf Konsens stoßen, eben wegen der Unvermehrbarkeit des Bodens und weil eben doch alle Menschen auf dessen Nutzung angewiesen sind. Deshalb ist es nicht eine Ware wie jede andere. Das ändert aber gar nichts daran, dass natürlich auch die Wohnung, der Wohnraum, ein marktfähiges Gut ist. Und die Frage ist nicht, ist es eine Ware? Ja, es ist eine Ware, aber eine besondere Ware, sondern die Frage ist, inwieweit wollen und können wir das sinnvollerweise regulieren? Da liegt das Problem. Und die Frage ist eben, ob man die Marktmechanismen für den Wohnraum mehr oder weniger stark außer Kraft setzt. Und wir haben das schon immer getan mit dem sozialen Mietrecht des BGB. Das sind Regulierungen, die in die Wohnraumverhältnisse, Rechtsverhältnisse eingreifen. Und die einzige Frage ist, wie stark wollen wir das machen und ab wo fängt es dann an, irgendwie die Marktmechanismen so zu schädigen, dass wir nachher möglicherweise mehr Chaos, ungünstigere Situation kriegen als ohne Regulierung. Und da das richtige Gleichgewicht zu finden, das ist das Problem. Vielleicht direkt anschließend daran, kennen Sie denn auch, oder es wurde gesagt, wir hätten nur marktkonforme Lösungsansätze thematisiert. Gibt es denn vielleicht noch andere konstruktive, zukunftsfähige Strategien darüber hinaus? Darüber kann man nachdenken. Man kann darüber nachdenken, ob man die Marktmechanismen für einen bestimmten Bereich völlig außer Kraft setzt. Das haben wir bisher bei Wohnraum nicht getan, aber das ist denkbar. Da muss man unterscheiden zwischen solchen Nischenmodellen, die es allerorten gibt, die auch überall wieder propagiert werden, von genossenschaftlicher Nutzung bis nach Planen lassen sich da alles Mögliche einfallen. Und es ist im Einzelfall auch ganz anerkannt und schön, aber das verlangt eben ganz hohe Transaktionskosten im Einzelfall. Und deshalb ist das nie was, was in der Masse funktionieren könnte. Eine andere Situation ist es, wenn wir sagen, wir setzen bestimmte Marktmechanismen für den gesamten Grundstücks- oder Wohnungsmarkt außer Kraft. Solche Modelle gibt es. Das unter Planern immer beliebteste Beispiel ist Wien. Ja, das stimmt, da ist was gemacht worden. Wenn man sich es genauer anguckt, dann wird man aber zu dem Ergebnis kommen, dass die Fehlallokation in Wien ganz besonders hoch ist, dass die Wohnungsversorgung für Leute, die eine Wohnung suchen, keineswegs einfacher ist als in deutschen Großstädten, in Ballungszentren, und dass die Korruption allerorten floriert. Also ich warne davor, da sich falsche Vorstellungen zu machen, dass man das alles in einem dritten Weg ganz anders hinkriegen könnte und dann wäre alles besser. Das stimmt leider nicht. Und dann gibt es so großartige Modelle wie Ulm. Ja, klar, Ulm ist ein tolles Beispiel. In Ulm liegt der Grundstücksmarkt ganz überwiegend oder das Grundstückseigentum ganz überwiegend bei der Stadt Ulm. Das ist über Generationen gewachsen und die Stadt Ulm vergibt eben Erbbaurechte, Erbpachtrechte. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Marktsituation, als wir das normalerweise kennen. Voraussetzung dafür ist eben, dass die Stadt Grund und Boden hat. Und in der Stadt Ulm ist das eben über Generationen gewachsen. Da geht das jetzt, Berlin zu sagen, sie sollen mal kurz das gesamte Stadtgebiet von Berlin aufkaufen. Da haben wir, glaube ich, ein Problem mit. Ja, Herr Bresina wollte dem, glaube ich, noch was hinzufügen. Es gibt natürlich auch solche Modelle wie das Mietshaus-Syndikat oder es gibt viele, sagen wir mal, gemeinnützige Wohnformen. Wie Herr Griegold aber schon sagte, das sind meistens
sagen wir mal, spezial oder personenbezogene oder gruppenbezogene Projekte, die dann umgesetzt werden, kleinräumig, und die sind sehr gut und die gilt es viel mehr zu fördern, meiner Meinung nach. Das ist aber sozusagen nie großflächig umsetzbar, so wie jetzt zum Beispiel Wien oder Ulm das der Fall ist. Und wenn die Städte oder die Gemeinden in den 90er Jahren ihre Bestände weitgehend nach und nach verkauft haben, dann ist das jetzt so ein bisschen auch die Quittung, die gerade so, ja, das Wohnraumproblem auch ein bisschen verschärft. Ja. Okay, also es gibt gute Ansätze, wenn ich das so zusammenfassen darf, aber so einen richtig großen Lösungswurf, den können wir natürlich nicht bieten. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Innenentwicklung gesprochen. Dazu gab es auch einen Kommentar. Das Paradigma der Innenentwicklung sei kein rein ökologisches, sondern auch ein ökonomisches Argument. Vielleicht möchte Herr Lindert uns dazu noch was erzählen. Ja gut, das Paradigma der Innenentwicklung beziehungsweise der ökonomische Nutzen der Innenentwicklung geht ja damit einher, dass man sagt, sich entleerende Innenräume beziehungsweise eine disperse Entwicklung, Außenentwicklung führt dazu, dass wir sehr hohe Infrastrukturkosten pro Kopf erzeugen. Nichtsdestotrotz ist die Infrastrukturentwicklung im Innenbereich natürlich mit deutlich höheren Kosten verbunden als im Außenbereich. Also das gilt es immer gegeneinander abzuwägen. In gewisser Weise schnürt man sich da die Möglichkeiten außen ab und führt dazu, dass der Druck auf den Innenraum meiner Meinung nach deutlich anwächst. Klar sollen wir alle der Zersiedlung oder möchten wir alle der Zersiedlung vorgreifen, insbesondere in Räumen des demografischen Wandels spielt ja auch dieses Thema eine sehr große Rolle, aber auch im Ruhrgebiet gibt es Städte, die sich zunehmend auch innerstädtisch entleeren. Aber das trifft natürlich auf Räume wie München, Düsseldorf oder Berlin in dieser Weise nicht zu. Das heißt, da ist es durchaus ein gangbarer Weg, meiner Meinung nach, wenn man im Außenbereich vielleicht neue Wohngebiete ausweist, natürlich für den Geschosswohnungsbau, nicht für den Einfamilienhausbebauung, die natürlich mit ganz anderen Infrastrukturkosten pro Haushalt, pro Kopf verbunden sind. Also um da eine größere Dichte zu erzeugen, macht es durchaus Sinn, in den Vorstädten weitere Flächen auszuweisen. Also würden Sie sagen, zurück zur Trabantenstadt der 60er Jahre? Ja, man sollte natürlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und nicht die gleichen Fehler machen, die in den 60er Jahren oder 70er Jahren gemacht worden sind. Aber ich denke, es ist unumgänglich, dass man angesichts des Drucks, der sich auf die Zentren auswirkt momentan, dass man auch diese im Außenbereich ab. Entschuldigen Sie, ist das nicht so dieses typische Problem? Wir haben irgendeinen Planer-Hype, nämlich die Innenstädte fallen alle leer und deshalb müssen wir unbedingt die Innenstädte aktivieren und deshalb unbedingt alles in die Innenstadt. Und jetzt haben wir den Salat und dann schreien alle, aber jetzt wieder raus und wieder neue Trabantenstädte. Es ist nicht das Konzept oder die Lösung für alle Räume. Man muss da sicherlich differenzieren zwischen den großen Agglomerationen mit Zuwanderung und den Räumen, die man womöglich im Innenbereich auch weiterhin stärken muss. Aber es führt meines Erachtens keinen Weg daran vorbei, dass man auch wieder mehr Flächen im Außenbereich zulässt. Natürlich haben wir noch das Thema des Baulandparadoxons. Wir haben auch zahlreiche Potenziale im Innenbereich von gerade den Zuzugsregionen, die nicht abgerufen werden. Da müssen wir uns entscheiden. Wollen wir jetzt die durchmischte Stadt mit Grünflächen in erreichbarer Nähe, hoher Qualität und erhaltenswerten Freiräumen? Oder geben wir dem Ziel des bezahlbaren Wohnens den Vorrang? Ich glaube, damit belassen wir es zu der ersten Folge, sonst sprengen wir, glaube ich, das Format. Ja. Das nächste
wäre das urbane Gebiet und so Ruhrpott Folge 3. Und da wurde darauf hingewiesen, dass doch der wesentliche Unterschied zwischen dem Mischgebiet und dem urbanen Gebiet das Maß der baulichen Nutzung ist. Herr Grigoleit, was halten Sie davon? In der Tat, der Kommentator hatte vollständig recht, das urbane Gebiet weist auch in § 17 Baunutzungsverordnung eine höhere Dichtemöglichkeit auf als das Mischgebiet. Die Bedeutung dieser Vorschrift § 17 ist aber eben doch sehr ambivalent, weil wir inzwischen ja mitbekommen haben, dass unsere Vorstellungen von Dichte in der Stadt, so wie sie in § 17 niedergelegt sind, nicht wirklich realistisch ist. Wenn wir wirklich Urbanität herstellen wollen, brauchen wir höhere Dichten, als dort vorgesehen sind. Und dementsprechend sind die Abweichungsmöglichkeiten schier grenzenlos. Wenn also die Stadt in irgendeiner Weise darlegt, dass es angemessen ist, dichter zu bauen, weil man irgendwelche Grünflächen, Parkanlagen sonst wo hat, und das hat man eigentlich überall immer, dann ist es völlig unproblematisch, höhere Dichten auch im Mischgebiet vorzusehen. Und deshalb ist diese höhere Dichtevorgabe der Bau-NVO für das urbane Gebiet nicht wirklich entscheidend. Da weise ich aber auch noch auf einen anderen Hintergrund hin, dass nämlich diese Dichtevorgaben in § 17, deren Abschaffung ja immer wieder gefordert wird und die auch gegenwärtig wieder in der Diskussion sind, dass diese Dichtevorgaben der Stadt ja auch dazu dienen, Ansprüche von Investoren, die natürlich immer noch dichter haben wollen, nach hinten zu drücken, also denen zu sagen, Moment mal, das ist in § 17 nicht so vorgesehen. Also zügelt eure Verlangen in der Beziehung. Und dementsprechend hat § 17 schon eine gewisse Bedeutung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das urbane Gebiet im Wesentlichen durch diese Dichtevorgaben gekennzeichnet ist, weil, wie gesagt, diese Dichtevorgaben sind umgehbar. Okay, danke Ihnen dafür. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Deswegen würde ich direkt Herrn Bresina bitten, als Experte für die Zweckentfremdung. Was spricht denn dagegen, und da sind wir bei Folge 4, Airbnb, ein Zweckentfremdungsverbot auf einzelne Stadtteile zu beschränken? Ist das möglich und sinnvoll? Genau, technisch ist es tatsächlich möglich. Also erstmal technisch spricht nichts dagegen. Aber der Grund, warum es in der Praxis eigentlich keine Bedeutung hat, liegt vor allem im Sinn oder in der Absicht von Zweckentfremdungsverboten. Die sollen nämlich eine Wohnraummangellage oder eine Notlage auf dem Wohnungsmarkt lindern. Und der Wohnungsmarkt wird natürlich erstmal als gesamtstädtischer Markt begriffen und eine Zweckentfremdungsverordnung wird dementsprechend auf das ganze Stadtgebiet bezogen. So die Praxis. Theoretisch hat der Gesetzgeber eine Ermächtigungsgrundlage eingeführt, um auch bestimmte Stadtteile nur auszuweisen, aber das spielt keine Rolle. Viel interessanter ist die Ausweisung, die gebietsscharfe Ausweisung, zum Beispiel durch eine Milieuschutzsatzung, weil die ist ja eben gebietsscharf, weil es eine städtebaurechtliche Satzung ist. Und oder die Airbnb-Nutzung, das sieht man auch an den Daten, verteilt sich ja nicht gleichmäßig über die gesamte Stadt, sondern die Airbnb-Nutzung folgt der immobilienwirtschaftlichen Logik und konzentriert sich in besonders beliebten, in besonders reizvollen Stadtteilen, die sich besonders gut dazu eignen, als Airbnb an Touristen vermietet zu werden. Und deswegen ist diese gebietsscharfe Milieuschutzsatzung zum Beispiel wahrscheinlich viel effektiver, um nicht nur die Nutzungsänderung wie das Zweckentfremdungsverbot, sondern sogar vielleicht auch die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentums- oder Zweitwohnungen bzw. Ferienwohnungen zu verhindern. Und ja, deswegen, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum sich da städtebauliche Instrumente besser eignen als zweckentfremdungsrechtliche. Völlig richtig, ja, völlig richtig. Okay. Danke jedenfalls dafür. Sehr spannend, das ganze Thema. Ach, es gab noch eine Nachfrage bei LinkedIn, und zwar, ob es empirische Untersuchungen zu dem Thema Milieuschutz gibt. Und ja, die gibt es in der Tat noch nicht, obwohl das Gesetz oder die Norm schon so alt ist. Aber tatsächlich hat der Gesetzgeber bisher noch keine Evaluierung vorgenommen, und das wird dringend Zeit.
Gibt es dafür eine Begründung, warum das noch nicht passiert ist? Nee, es gibt tatsächlich keine Begründung, sondern die wissenschaftlichen Dienste haben darauf hingewiesen, mit Schwenk zum BBSR, dass es da tatsächlich noch keine Evolution gab. Aber ich glaube, Herr Griebler kann da noch mehr zu sagen. Das ist eine ganz ähnliche Problematik, und das finde ich eben besonders lustig, eine ganz ähnliche Problematik, wie wir bei der Rechtschreibpädagogik gesehen haben. Da werden jahrzehntelang Reformmodelle durchs Land getrieben, wie die Kinder Rechtschreibung viel besser lernen könnten als auf die hergebrachte Art. Und dann schließt sich die ganze Republik dem an im Reformeifer. Und kein Mensch hat überprüft, ob das jemals funktioniert hat. Und alle Eltern wussten immer, das hat nie funktioniert. Und jetzt, letztes Jahr erst, kam eine große Studie, die hat genau das bestätigt. Das ist vollkommener Quatsch, der da gemacht wurde. Und dementsprechend wurde die ganze Reform wieder kassiert. Ich glaube, aber das ist Glaube, dass Milieuschutzsatzungen eben so ein Lieblingskind sozialer Stadtraumgestaltung sind, die natürlich das immense Problem der Fehlallokation immer hat. Und dass, glaube ich, die Stadtplanung kein sonderliches Interesse daran hat, den wirklichen Nutzen, den Wert wirklich zu eruieren. Wir haben jetzt hier am Fachgebiet eine Masterarbeit, die das jedenfalls mal versucht. Mal gucken, vielleicht können wir da ja was anstoßen. Und meine Prognose wäre ziemlich sicher, Milieuschutzsatzungen bringen nichts und kosten jede Menge Geld. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der Auffassung bin ich nicht, aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Okay, aber das könnte ja vielleicht nochmal spannend sein. Vielleicht halten wir das nochmal als Idee fest für einen anderen Termin. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Thema, das Hambi, Hambacher Forst, unsere Ruhrpott-Folge 6 von Herrn Klanten. Da gab es einen sehr kritischen Kommentar. Die Konservativen bestimmen seit einer Ewigkeit Juristen, die die Präzedenzfälle schaffen. Das heißt, wer die Legislative steuert, kann sich auch maximal absichern. Stimmt das denn überhaupt? Also so ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Also meine Meinung ist es nicht. Natürlich kann man uns Juristen immer vorwerfen, wir seien so konservativ. Das wird uns ja auch regelmäßig vorgeworfen. Das mag sogar vielleicht stimmen, dass dann auch konservative Richter Präzedenzfälle entscheiden. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber zum Teil hatte mich der Kommentar dann schon verloren, als er dann danach von diesen Präzedenzfällen, die ja wohl eigentlich eher der Judikative zuzuordnen sind, dann auf die Legislative geswitcht hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber endgültig hat er mich dann abgehängt bei diesem letzten Satz und dem Unterschied zwischen rechtmäßig und rechtens und dass konservative Juristen diesen Unterschied ja wohl niemals zugeben würden. Also das ist meines Erachtens nicht so. Ich glaube, auch konservative Juristen würden zugeben, dass es das Gesetz gibt und dass das Gesetz auch manchmal ungerecht ist. Da wird, glaube ich, jeder konservative oder fast jeder konservative Jurist sofort zustimmen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Fälle in Deutschland, wo ein konservativer Richter entgegen seiner eigenen Auffassung und seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden entscheiden muss, weil das Gesetz nichts anderes hergibt. Also da bin ich nicht so d'accord mit dem Kommentator. Zudem, natürlich gibt es Rechtspositivismus, aber es gibt beispielsweise auch die Radbruchsche Formel. Also da haben sich schon ganz, ganz viele clevere, auch konservative Juristen schon Gedanken drüber gemacht. Und das dann so mit so einer Absolutheit zu behaupten, dass konservative Juristen diesen Unterschied niemals zugeben würden, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Formel ist erklärungsbedürftig. Ja, die Radbruchsche Formel. Herr Klanten, haben Sie vollkommen recht, das ist was extrem Komplexes. Herr Radbruch war ein sozialdemokratischer Politiker und Jurist natürlich und dann Justizminister in der Weimarer Republik. Und die Radbruchsche Formel wird von uns verwendet zur Bewältigung von Systemunrecht, sowohl nach dem Nationalsozialismus als auch nach dem Mauerfall. Also die Verurteilung der Mauerschützen ist im Wesentlichen auf die Radbruchsche Formel zurückzuführen. Und die Radbruchsche Formel sagt, dass geschriebenes Recht, also positives Recht, ein Maß von Unrecht beinhalten kann, dass es gar nicht mehr als Recht wahrgenommen werden kann, sondern geschriebenes Unrecht darstellt. Das ist die Formulierung, geschriebenes Unrecht. Dass in unserem System solche extrem
extremen Sätze des Unrechts geschrieben und wirksam sind, das ist unter der grundgesetzlichen Ordnung nach gerade ausgeschlossen, weil eben alles, was in so hohem Maße ungerecht ist, dann auch grundgesetzwidrig ist, weil es gegen Grundrechte verstößt oder es gegen Sozialstaatsprinzip oder gegen Grundlagen des Rechtsstaatsprinzips. Das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Und das bringt uns dann zu der Frage, wie ist denn das mit dem Positivismus? Und dann ist es natürlich richtig, dass Juristen fast notwendigerweise Positivisten sind. Für uns gibt es das geschriebene Gesetz und anhand des geschriebenen Gesetzes müssen wir entscheiden, ist etwas rechtmäßig oder ist etwas rechtswidrig. Das ist die Aufgabe von Juristen. Die Frage, ist etwas gerecht oder ungerecht, außerhalb dieser gerade besprochenen Kategorie des extremen Unrechts, das ist eine Frage des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Das ist ethisch, moralisch, politisch besetzt. Dafür muss man eben Mehrheiten organisieren. Und Juristen sind nicht dafür zuständig, Mehrheiten zu organisieren. Das sind alle Bürger gleichermaßen zuständig, sondern Juristen sind dafür zuständig, die geltende Rechtsordnung zu systematisieren und anhand dieser systematisierten Rechtsordnung dann einzelne Fälle entscheiden zu können. Ist es rechtmäßig oder ist es rechtswidrig? Ist der Vertrag gültig oder ist er ungültig? Ist eine Freiheitsbeschränkung gegenüber dem Bürger zulässig oder ist sie unzulässig? Ja? Und insofern ist der Vorwurf des Rechtspositivismus, den kann man sich sehr gerne anziehen als bundesrepublikanischer Jurist. Da hat, glaube ich, kaum einer von uns ein Problem mit. Der Konnex, der dann gemacht wird, das wäre eben konservativ und bestätigt ja immer nur das, was sowieso schon da ist. Das muss man nochmal hinterfragen. Historisch gesehen ist die Kritik am Rechtspositivismus was extrem Interessantes, wenn man zum Beispiel die Entwicklung, die Unterwanderung der Rechtsordnung durch die Nationalsozialisten sich betrachtet, dann war der Positivismus eben eigentlich das einzige und dann geschleifte Bollwerk gegen die Nazis. Also insofern, das ist saumäßig interessant, wird aber jetzt unseren Kontext sprengen und das machen wir dann möglicherweise dann mal zum Gegenstand eines Streitpodcasts. Der Kommentar rechtspositivistisch, da sind wir ja schon bei der nächsten Folge, und zwar bei den Pop-Up-Radwegen. Da haben wir zwei Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, auf die wir jedenfalls eingehen wollen. Die erste Frage, ob man wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag eine StVO-Ordnung, ich vermute Änderung, warten muss, um einen normal gefährlichen Straßenraum zugunsten von Radfahrenden und zu Fuß gehenden neu aufzuteilen. Was sagt die StVO dazu? Die StVO sagt, wir brauchen eine Gefahr. 45. Das haben wir ja schon dargelegt. Wenn die Gefahr besteht, gibt es einen Radweg. Wenn die Gefahr nicht besteht, gibt es halt keinen. In Berlin könnten wir das jetzt ganz schön sehen. Da hat inzwischen das OVG Berlin-Brandenburg entschieden, es wurden umfassende Unfallstatistiken nachgereicht. Die Begründung wurde nachgereicht, von der wir bereits gesprochen haben. Deswegen bleiben die Radwege erstmal bestehen. Wie das VG, also das Verwaltungsgericht, dann im Endeffekt entscheidet, das wird noch ein bisschen dauern. Aber so lange, durch die nachgereichte Begründung, bleiben sie erstmal. Mhm. Unabhängig von der Frage einer Gefahr, haben wir noch die Frage einer Teileinziehung. Ja, den Punkt übergebe ich doch sehr gerne an Herrn Kriegeleit. Ja, der Punkt betrifft das wirklich extrem schwierige, auch für Juristen, extrem schwierige Verhältnis zwischen Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht. Die Straße wird öffentliche Straße, ich glaube, wir haben das auch schon irgendwo dargelegt in einem der Podcasts, wird öffentliche Straße durch Widmung. Und dementsprechend ist es dann dem Widmungszweck freigegeben, im Gemeingebrauch. Also jeder darf die Straße im Rahmen des Widmungszwecks nutzen. Und wenn Sie dieses öffentlich-rechtliche Regime über diese Grundstücke, das sich durch die Widmung kennzeichnet, wenn Sie das wieder beseitigen wollen oder wesentlich verändern wollen, dann brauchen Sie straßenrechtliche Instrumente der Umwidmung. Und das nennen wir dann, wenn das eine beschränkende Umwidmung ist, dann nennen wir das Teileinziehung, Einziehung oder Teileinziehung. Wenn Sie also diese straßenrechtliche Grundlage ändern, dann geht das immer über die Teileinziehung. Wenn Sie einzelne Spuren nur einer anderen Art von Verkehr widmen, also nur die, nicht widmen,
einer anderen Art von Verkehr freigeben, dann gibt es auch die Möglichkeit, das innerhalb der bestehenden Widmung straßenverkehrsrechtlich zu machen. Also zu sagen, LKWs müssen die rechte Spur benutzen und nur PKWs dürfen auf die linke Spur. Das kennen wir von vielen Autobahnen. Das hat mit Widmung nichts zu tun, sondern das ist eine verkehrssteuernde Regelung, die nach dem Straßenverkehrsrecht geht. Und so können Sie das natürlich auch mit Fahrradwegen machen. Jedenfalls dann, wenn wir von einem einheitlichen Straßenraum ausgehen und dann nur die einzelnen Spuren bestimmten Verkehren zuweisen. Und dann brauchen Sie keine Umwidmung. Also die Frage ist immer, bleibt es bei einer einheitlichen Straße, bei einem einheitlichen Straßenraum? Dann können wir regeln durch straßenverkehrsrechtliche Anordnung. Oder gehen wir davon aus, dass ein Teil des Straßenraums gar nicht mehr Straßenraum in dem Sinne ist, sondern dann eben eine extra Fahrradstraße, dann müssen Sie Teil einziehen. Ein Beispiel für die Teileinziehung oder für die Einziehung ist im Übrigen auch die Anlage von Fußgängerzonen in Innenstädten. Das war ein klassisches städtebauliches Instrument ja der 70er, 80er Jahre. Diese Straßen wurden eingezogen, teileingezogen. Die waren dann eben nicht mehr dem motorisierten Straßenverkehr gewidmet, sondern nur noch dem Fußgängerverkehr. Das war Teileinziehung. Und da kann ich, glaube ich, direkt nochmal nachhaken, weil auch diese Frage aufgekommen ist. Wie ist es denn mit der Widmung? Die Straßen sind ja alle alt. Wurden die wirklich mal gewidmet? Wie funktioniert das denn überhaupt? Also die Widmung gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist nichts, was wir in den letzten 20 Jahren erfunden hätten. Aber in der Tat, unser Straßensystem ist zu großen Teilen sehr viel älter als unser öffentliches Recht der Widmung. Und dementsprechend gab es öffentlichen Straßenraum, der nie gewidmet worden ist. Da gehen wir dann immer von der unvordenklichen Verjährung aus und sagen, wenn eben im allgemeinen Bewusstsein, dass ein Straßenraum ist, der von allen benutzt werden durfte und dass darüber eigentlich nie einen Streit gab, dann gehen wir davon aus, das ist öffentliche Straße und dann fingieren wir über dieses Instrument der unvordenklichen Verjährung, fingieren wir die Widmung. Okay, danke Ihnen. Also haben wir da eigentlich gar kein Problem. Nein, da haben wir gar furchtbar nicht. Kompliziert, aber ein richtiges Problem haben wir nicht. Okay. Schon zum nächsten. Der Wasserstoffwirtschaft, Herr Schmerbeck. Ja. Da gab es einen ganz langen Kommentar zu den Erdgasnetzen und ob die in der Lage sind, tatsächlich den Wasserstoff zu transportieren. Und da gab es auch schon eine Antwort. Genau. Der Kommentar sagt ja zunächst grundsätzlich, dass die Erdgasnetze nicht in der Lage sind, Wasserstoff zu transportieren. Das ist aber rechtlich wie technisch doch möglich. Wenn man zum Beispiel in § 49 Energiewirtschaftsgesetz hineinschaut, sieht man, dass die Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Gleiches gilt bei dem § 19 Gas-NZV, welcher sagt, dass die Gasbeschaffenheit so sein muss, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Und Grundlage sind dabei jeweils die technischen Regeln, beispielsweise der Vereinigung des Deutschen Gas- und Wasserfachs. Und diese sagen, ja, tatsächlich, eine Zumischung von bis zu 10% ist möglich. Genau. Okay, also auch da kein Problem, das geht. Genau, 10% ist bisher möglich. Das ist eine Fortschreibung aus dem Jahre 2011. Aber natürlich ist das bei weitem nicht ausreichend. Es sind weitere Arbeitsblätter in Arbeit, welche noch von höheren Zuleitungsmengen, möglicherweise sogar von bis zu 50% ausgehen. Wobei dann dort noch weitere technische Vorkehrungen getroffen werden müssten. Wer sich dafür interessiert, im neuen Heft des Rechts der Energiewirtschaft gibt es da genau darüber einen langen Aufsatz eines Bochumer Kollegen. Okay, vielen Dank dafür. Dann sind wir auch schon beim Anwohnerparken, die Folge 11. Herr Grigoleitz, sollten Kommunen es mit dem durch die öffentliche Hand bereitgestellten Abstellplatz nicht genauso machen, wie es viele Kommunen mit dem Kinderbetreuungsplatz vorleben? Ja, prima Ansatz. Die Aussage des Podcasts war ja, kann man machen, dann wird halt Parken sauteuer und das trifft natürlich in erster Linie die Leute, die nicht viel Geld haben. Und dann kam dieser berechtigte Einwand, man kann ja Gebühren staffeln. Ja, das stimmt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man darf Gebühren staffeln, hat das Bundesverfassungsgericht zu den Kita-Gebühren gesagt, man darf die staffeln, man darf aber nicht durch Gebühren umverteilen. Das heißt, man muss, wenn wir es jetzt hier auf die Parkplätze anwenden wollen, man muss
ausgehen von dem Wert, den dieser öffentliche Parkraum im Einzelfall hat. Und niemand darf mehr als diesen Wert, Wert ist jetzt so eine Chiffre, niemand darf mehr als diesen Wert zahlen müssen. Man darf also nicht den Parkplatz des Reichen nehmen, dem abartig hohe Gebühr abverlangen und mit dieser Gebühr dann den anderen, den Parkraum für den Armen, quersubventionieren. Das darf man nicht. Das heißt, man kann sich angucken, welchen Wert hat das denn? Und dann gehen wir mal, was weiß ich, von 10.000 Euro im Jahr aus. Nee, einfacher als halber, von 12.000 Euro im Jahr. Das heißt, 1.000 Euro Wert hat dieser Parkplatz. Und dann darf man vom Reichen 1.000 nehmen pro Monat. Das heißt aber nicht, dass man von allen 1.000 nehmen könnte, müsste. Das war lange umstritten, aber das Bundesverfassungsgericht hat das eben klargestellt. Man darf die Armen subventionieren. Das heißt dann aber, dass sie letztlich den Autoverkehr, das Autoparken in der Stadt subventionieren. Ob das grüner Vorstellungswelt entspricht, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. In jedem Fall aber kommen dann jede Menge Folgeprobleme, weil dann sind sie ja gezwungen, wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes vernünftige Differenzierung einzuführen. Und wie ist das zum Beispiel mit dem eigentlich mittellosen Kind eines Internisten? Zahlt er den Internistenpreis oder zahlt die Tochter den Studiepreis? Wie ist das mit Zweit-, Dritt-, Viertwagen? Wollen Sie auch noch große und kleine Autos unterscheiden, große und kleine Parkplätze ausweisen? Sie merken, wenn Sie das dann versuchen, in Einzelgerechtigkeit zu überführen, werden Sie einen wahnsinnigen Aufwand treiben müssen. Werden Sie einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand haben und so teuer, so viel Geld wird die Kommune kaum damit einnehmen, dass sich das dann wirklich rechnet. Also im Prinzip könnte man differenzieren. Ich warne davor, bloß Finger weg, weil wir werden unendlich viele rechtliche Auseinandersetzungen darüber führen und das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen. Lassen wir es besser. Vielleicht wiederholt es sich jetzt auch, aber ich kann nicht sagen, der Internist zahlt 1.500 Euro, obwohl der nur 1.000 Euro wert ist. Das geht nicht. Das geht nicht, nein. Das heißt, ja. Ich würde dann die, die nur 500 Euro bezahlen, die muss ich dann durch Steuermittel. Das wäre letztlich durch Steuermittel bezahlt, ja. Mhm. Okay. Dann sind wir auch mit dem Anwohnerparken schon fertig. Und kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Ein paar ausklingende Worte. Herr Krikoleit, dafür sind Sie doch prädestiniert. Wir hatten zwar eigentlich vereinbart, dass Sie das machen, aber ich mach das. Wenn Sie sich drücken wollen, tue ich es auch gerne. Ich drücke mich jetzt, ja. Okay. Also wir haben gemerkt, dass es doch ein erhebliches Interesse an Auseinandersetzungen mit den von uns bearbeiteten Themen gibt. Wir haben manche treue Kommentare, Kommentatoren, die eigentlich jede Folge ausführlich kommentieren. Da können wir häufig nicht auf jede Einzelheit eingehen. Aber wir finden die Auseinandersetzung spannend und werden auch in regelmäßigen Abständen diese Diskussionsmöglichkeit, wie jetzt gerade, wahrnehmen. Für den Fall, dass Sie mit Ihrem Kommentar hier nicht durchgedrungen sind, bitten wir um Entschuldigung. Vielleicht haben Sie beim nächsten Mal dann mehr Glück. Wir wollen jedenfalls auf jeden Fall vermeiden, dass Sie sich frustriert zurückziehen. Also bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, schreiben Sie kritische Kommentare. Je kritischer, desto besser. Dann macht es noch mehr Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank. Ihnen.